diese Sachen machen muss. Was gibt es noch Aktuelles aus der Gemeinde? Kinderbetreuungsangebot im Sommer 2015. Bis jetzt haben wir immer nur eine Klasse gehabt, die dementsprechend noch im Sommer betreut wurde. Und nachdem die Nachfrage groß war, hat man geschaut, dass man eine zweite Klasse auch zustande bringt für den Sommerort. Und so wie es ausschaut, wird das auch zustande kommen. Das andere ist auch ein App, und zwar daheim, die Service-App vom Saubermacher. Ist ein interessantes App auch, was in dieser Konstellation uns kostenlos angeboten wurde. Das heißt also, wo alle Aufruhrtermine als Gemeinde sozusagen dann für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Ein wichtiger Hinweis wäre noch zu erwähnen, Feuerwerke und Knallkörper, es ist verboten, Feuerwerkskörper abzufeuern im Gemeindegebiet, und ich bitte da dementsprechend die Leute darüber zu informieren, wenn sie angesprochen wird, ob Silvester Feuerwerkskörper mal gut am Tag oder geschossen am Tag, dann ist das der Folgen ausdrücklich für Landesgesetz, und dementsprechend und wir uns auch dazu erinnern. Im gesamten Gemeindegebiet. Ja. Ja, aktuell ist auf der Gemeinde Dr. Roman Adner, unser Distriktsarzt, wurde zum Medizinalrat ernannt. Das hat am 27.11. im Weißen Saal stattgefunden. Und das neue Fahrzeug, das wir beschlossen haben, für Woche, wurde zugeschaltet. Den haben wir schon dringend benötigt für den Winterdienst. Und soweit er jetzt schon im Einsatz ist, funktioniert er recht gut. Gut, dann wesentlich ist am besten, wie schaut es aus mit unserer Wasserversorgung, der Wasserverband Söling hat ja gemeinsam mit den Verbandsmitgliedern den Hochbehälter in Tittenberg neu errichtet, der rund 2 Millionen Liter Wasser vermögen hat. Und wurde dann hochoffiziell vor einigen Wochen jetzt am Dittenberg noch mal eröffnet. Wie man sehen kann, haben wir bereits 440 Kilometer lange Trinkwasserleitung, rund 5300 Wasseranschlüsse, damit werden 21.000 Einwohner versorgt, und im Jahr sind rund 100 neue Haushaltsanschlüsse pro Jahr dazugekommen. Gut, wir sind bei der Fragestunde, bitte. Eure Frage. Bitte. Ich bin von einem Bürger angesprochen worden, dass es schon ein bisschen her, ich glaube, das war im Sommer oder im Herbst, das Gartentor bei der Volksschule hinten beschädigt worden ist, und die Familie ist dann mit einer ziemlich hohen Forderung konfrontiert worden. Ist das mittlerweile gereinigt oder ist das bezahlt oder was ist da herausgekommen? Genau, vom Bauern. Und das ist dauernd beschäftigt. Eine Antwort muss dazu sein. Bitte, nächste Frage. Dann habe ich noch eine Verständnisfrage, weil da von mehreren Anteilen an der Bahnhofstraße angesprochen wurden, die mich gefragt haben, ob das im Gemeinderat war, und ich selber habe gesagt, ich bin mir nicht bewusst, ob dazu ein Gemeinderatsbeschluss notwendig ist. Das ganze Umbaumaßnahmen, die heuer stattgefunden haben, in dem teilweise Rückbau auf einen Gehsteig von dieser ebenerdigen Ausführung, ja. Ist dazu jetzt ein Gemeinderatsbeschluss nötig, oder ist das auf was hin ist die Sanierung dort erfolgt oder der Rückbau?
Du musst ja im blauen Knopf schauen, ob du das von der letzten Instrumente dazwischen sehr einladen kannst. Danke. Was ist mit dir? So, nächste Frage bitte. Kannst du uns bitte die Gesamteinnahmen des Tourismusverbandes irgendwann so ungefähr das war, ja, für das heutige Jahr? Weil das hätte die Gemeinde eigentlich. Das ist richtig, ja. Kann man das einmal erfordern für das Jahr ungefähr? Ja, ungefähr, kann ich das schon sagen. Was das ungefähr? 30.000 Euro? 30.000 Euro, ja. 230.000 Euro. So 230.000 Euro. Okay. Ja, aber du brauchst ja die Monika hier schon übersprungen, dann wird das genau sein. Bitte, nächste Frage. Bitte. Ja, Hochwasser war mir seitlich angeschnitten worden und ich habe jetzt am Wochenende gelesen, in einer Parteizeitung, wo drinnen steht, dass eigentlich die Opposition, die Fraktionen der Opposition diesen Hochwasserschutz oder Hochwasserdamm Liebachbach, Lusenbach zu verhindern hätten versucht. Und jetzt frage ich da hinten Gernot Feierstetten, Herrn Vizebürgermeister, hat es drei Beschlüsse gegeben, waren diese einstimmig oder nicht? Jetzt bei uns? Nein, sonst mit diesem Damm, Gemeinderat drei Beschlüsse gegeben. Ob diese Beschlüsse einstimmig waren? Das ist über Jahre, Jahrzehnte hinweg jetzt. Nein, das wird unterstützt von den Damen und Herren seinerzeit und anderem, auch der Opposition vor allem, ja, dass dieser Damm zu verhindern versucht worden. Ja, offensichtlich. Ja. Und das wurde hier so kommentiert. Ja, ich habe gefragt, ob diese Schlüsse diesbezüglich einstimmig waren oder nicht. Das war meine Frage. Warst du das selbst oder warst du das nicht selbst? War das jetzt ein Problem an mir drauf? Ja, sicher. Wie war es denn? Aber ich frage dich, ob es du nicht weißt. Gut, nächste Frage. Nein, jetzt frage ich mich. Entschuldigung, kann ich auch noch, oder? Nein, es gibt ja auch diese Einstimmung, ja. Ich würde nur fragen, ob diese Einstimmung war, ja oder nein. Oder das nächste Mal die Antwort, ich weiß es nicht. Nur fürs Protokoll, ist das deine Antwort, ob das der Richter nicht weiß? Auf die Frage, die mit Ja und Nein von dir zu beantworten, wenn es mir antworten, das ist ja ich beantworte das nächste Mal. Nächste Frage bitte. Ja, dann die letzte Frage auch von meiner Seite. Es ist Sportzentrum schon heute angeschnitten worden und es war schon lange her, es war dein Vorgänger, der Alois Bittmitter, was damals beim jetzigen Standort ein Projekt vergeben hat, wo eine Planung war, Sanierung des bestehenden Clubhauses mit Eishalle und dahinter Center Court, wo man Eislaufen alles in der Richtung machen kann. Und jetzt die Frage, die Eishalle und das wurde baurechtlich verhandelt, schon vor deiner Zeit, mit der Baugenehmigung gegeben, ist das Projekt jetzt auf Eis gelegt? Was, oder wie? Jetzt beim alten Sportplatz oder was? Ja, schon, wir haben jetzt keine Betriebsstättengenehmigung dort gewonnen. Ich habe einen alten Sportplatz oben. Oder nur eine eingeschränkte. Es wurde baurechtlich hier verhandelt, die Eishalle. Die Eishalle. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, da muss ich selber nicht machen. Ich muss im Bauakt nachschauen, was jetzt genau die Sache ist. Aber nachdem es dort ja nur anderen Probleme gegeben hat, hat man das nicht weiter verfolgt. Das war nicht klar. Es wurde ja eine Planung aufgegeben, also beschlossen. Aber der hat 240.000 oder mehr als 240.000 gekostet. Da wird noch schon was festgehalten dafür, auf der anderen Seite. Es wird ja im Gemeinderat abgestimmt worden sein. Ja, das ist schon. Gut, nächste Frage. Der Herr Bagler, heute anwesend, hat uns unter anderem auch an dich Ergänzungsfragen übermittelt. Wirst du die Beantwortung haben der heutigen Sitzung? Hast du jetzt eine Frage gestellt oder der Herr Bagler? Ob du diese Ergänzungsfragen im Rahmen der heutigen Sitzung beantworten wirst, habe ich gefragt. Wo sind die Fragen? Sind das eure Bürgerwünsche, die ihr habt? Nein, das sind Ergänzungsfragen, die dir per E-Mail zugesandt wurden. Danke.
ich sage einmal, das Recht, in einer Gemeinderatssitzung Fragen einzubringen, steht an jedem Gemeinderatsmitglied zu. Und wenn der Herr Barke an dich herantritt und du diese Fragen noch einbringst, dann sei es dir, ist es okay. Und wenn der Herr Barker, so wie eine Gemeinde, ein E-Mail schickt, ist es okay, und dann wird es auch dementsprechend behandelt. Wenn ich diese Fragen beantworten hätte, Fragen stellen hätte wollen, hätte ich sie jetzt gestellt. Andererseits habe ich gesehen, dass du ein Verteiler bist. Darum fragte ich dich, ob du diese Fragen beantworten willst. Die Fragen werden im Rahmen der Verwaltungstätigkeit beantwortet werden. Das hat es nicht mehr. Passt. Bitte. Nächste Frage. Meine Frage betrifft, so wie schon sehr oft in den letzten Malen, wieder mal den Bocher Pomlitsch. Du hast schon mehrmals zugesagt, dass du zum Beispiel die Gemeinderatsprotokolle da draufstehst, das ist jetzt eines von, dass du Voranschlag 2013 aufgibst, der öffentlich zugänglich ist, dass du Voranschlag 2014, Rechnungsabschluss 2013 draufstellst, ist nicht auf. In den Wochennachrichten habe ich vor einem Monat geschaut, da waren nur eine oben von heuer, Sonntag habe ich geschaut, da waren drei drauf, witzigerweise die Nummer 4, die noch nicht einmal ausgeteilt worden, es war drauf, die Nummer 2 war nicht drauf. Und die ganzen Flugblätter fehlen auch wenige, sozusagen gekostet und sehr, sehr viel, also der Grund ist alles. Wir haben heuer veranschlagt 36.000 Euro für die Wochennachrichten. Voriges Jahr waren es knapp 60.000 Euro, was wir ausgegeben haben. Es wäre schade, wenn die Missübernahmen von der Maschine, da ist ja das BDF-Teil, quasi nicht so das auch ausgeht. Und vor allem ganz wichtig, du hast vor ein, zwei Wochen, wenn die Bürgerversammlung war, öffentlich versprochen, dass du alle gezeigten Unterlagen auf die Homepage stellst. Und das wurde jetzt auch nicht getan. Und letztes Mal, weil das nach 2013 war, das gleiche, ist auch nicht zusammengestellt worden. Meine Frage dazu, wie ist dein Stand? Was sagst du? Ja, die Verwaltung sitzt hinter mir, die hat das jetzt gehört, wird dementsprechend nachher dann die Weisung an die Mitarbeiter weitergeben. Es wird so rasch als möglich umgesetzt werden. So rasch als möglich? Ja, definieren die Verwaltung, da kann ich nicht sagen, weil ich sage mal, ich muss eine Rücksprache halten mit meinen Mitarbeitern, dann will ich mir nachher dann sagen, wie lange das in der Verwaltung ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Zuschicken, dann stellt sich auf. Ja. Ah ja, dir kann ich es nicht zuschicken, du hast den Zugriff darauf. Ja, ich kann es auch nicht hinstellen. Ja, danke. Gut, nächste Frage bitte. Ja, so ist es. Ja, ja. Mehrere Einwohner aus dem Bereich der Wohnhäuser zwischen der Birkenstraße und der B70 haben in den letzten Monaten einen regen Kontakt mit der Gemeinde gehabt, der bis dato recht fruchtlos geblieben ist. Und zwar geht es um die bescheidmäßige Feststellung, ob diese Straße Öffentlichkeits- oder Privatstraße ist. Und zwar die Herstellungskosten sind ja von denen bis dato getragen worden, die Erhaltungskosten, die Schneeräumungskosten, dann die Haftung. Das obliegt momentan all diesen Einwohnern dort. Und das, du bist dezidiert, du und die Gemeinde sind dezidiert auf das hingewiesen worden und es ist um eine Beschlussfassung ersucht worden, aber es einzig und allein ein lapidares Antwortschein gekommen. Und jetzt meine Frage für diese Straße, die ja nicht einmal in irgendeinem Flächenwidmungs- oder Bebauungsplan drin ist und somit nicht öffentlich ist, ob es jetzt schon ein bescheidmäßiges, so wie es vom Landesgesetz gefordert wird, wenn es eine Frage gibt über eine Straße, die öffentlich oder privat ist, muss das von der Gemeinde bescheidmäßig erlassen werden, ob es diese jetzt. Welche Straßen war das nicht? Welche Straßen gibt es? Wir haben viele Straßen in der Stadt. Nein, ich habe es da am Anfang der Straße, wenn Sie am Anfang der Frage, wenn Sie konzentrieren, das ist zwischen der B70 und der Birkenstraße. Wir haben viele Straßen. Zwischen der B70 und der Birkenstraße, die vor kurzem in der Tausend erwähnt. Nein, nicht in der Bielerunter. Okay, machen wir so. Fahr beim Bielerunter in die Birkenstraße, fahr in Richtung Westen, dann gibt es eine Rechtskurve, allein fährst du auf dieser privaten Straße her. Genau. Okay, jetzt weiß ich, wo du bist. Okay? Gut. Und deine konkrete Frage ist? Der wird gestellt. Würdest du sie bitte wiederholen?
wann es von der Gemeinde einen Beschluss gibt, ob das eine öffentliche Straße ist oder eine Privatstraße. Soweit ich informiert bin darüber, ist das Ganze in Begutachtung. Es wird geklärt, was jetzt der Sachlage ist, was diese Straße angeht. Wie weit ist die Gemeinde? Das ist schon lange nicht mehr in Begutachtung. Das obliegt jetzt nur mehr der Gemeinde, ob das eine öffentliche oder eine Privatstraße ist. In der Gemeinde ist es in der Begutachtung. Also es wird geprüft. Es wird geprüft. Was jetzt die Sachlage ist und wie damit weiter zu verfahren ist. Wer entscheidet das bei der Gemeinde? Du oder wieder die Verwaltung? Schiebst du es wieder auf die Verwaltung? Die Verwaltung ist damit befasst, richtig. Ja. Die Verwaltung ist damit befasst. Also wird wieder auf die Verwaltung ab. Also es gibt derzeit noch keine Entscheidung. Die Verwaltung. Es gibt derzeit noch keine Entscheidung. Es gibt im Augenblick noch keine Entscheidung. Was machen wir jetzt dann mit den Kosten für die Streitanlagen und den ganzen Tag herum? Oder wenn dort was passiert, der Haftung oder sonst der Theater, die Probleme. Ist das Privatgrund? Das ist offiziell, ist es noch Privatgrund, weil es kein Bescheidungsmäßigung ist. Dann sage ich, sind die Mieter dort, ob du noch einen Haftbau. Okay, gut, das wäre so dann ausrichten, dass seitens der Gemeinde da keine Entscheidung getroffen wird. Das stimmt ja nicht, das habe ich jetzt nicht gesagt. Sondern? Ich habe gesagt, dass es in Begutachtung ist und dass es geprüft wird. Das war